liebe werdende Mutter. Die moderne Medizin bietet verschiedene Möglichkeiten, Schmerzen bei der Geburt deutlich zu lindern. Ein bewährtes Verfahren zur Schmerzbetäubung ist die Periduralanästhesie, auch kurz PDA genannt. Das Bewusstsein wird dabei nicht ausgeschaltet. Die Mutter kann die Geburt ihres Kindes bewusst miterleben. Mit unserem Aufklärungsfilm informieren wir Sie über die PDA, damit Sie entscheiden können, ob Sie eine solche Schmerzbetäubung wünschen. Dieser Film ist kein Ersatz für ein persönliches Aufklärungsgespräch mit dem Narkosearzt bzw. Geburtshelfer. Wenn im Folgenden das Wort "wir" verwendet wird, sind immer der Narkosearzt, der Geburtshelfer oder das Team aus Hebammen und Pflegekräften gemeint. Der Einfachheit halber sprechen wir im Film von Arzt, Narkosearzt oder Geburtshelfer, meinen damit aber immer sowohl Ärztinnen als auch Ärzte bzw. sowohl Geburtshelferinnen als auch Geburtshelfer. Vor Anästhesiebeginn sind zunächst einige Vorbereitungen nötig. Dazu gehört, dass wir eine Kanüle in eine Vene am Handrücken oder am Arm legen. Über diese Kanüle können wir Ihnen Infusionen und Medikamente verabreichen. Zu Ihrer Sicherheit überwachen wir vor, während und nach der Anästhesie Ihre wichtigsten Körperfunktionen, insbesondere Herzrhythmus, Blutdruck und Sauerstoffsättigung des Blutes. Die PDA ist ein regionales Betäubungsverfahren, das die Schmerzempfindung in der unteren Körperhälfte herabsetzt oder ausschaltet. Dabei werden die entsprechenden Nerven mit Hilfe eines örtlichen Betäubungsmittels, eines sogenannten Lokalanästhetikums, blockiert. Dazu injizieren wir das Lokalanästhetikum in einen anatomischen Raum im Wirbelkanal, der die schmerzleitenden Nervenwurzeln umgibt. Dieser Bereich heißt Periduralraum, das Betäubungsverfahren Periduralanästhesie. Während der Einleitung der Periduralanästhesie können Sie sitzen oder auf der Seite liegen. Zunächst bestimmen wir im Bereich der Lendenwirbelsäule die korrekte Stelle für die Punktion. Wir werden Sie deshalb bitten, einen Rundrücken zu machen und das Kinn an die Brust zu nehmen. Dadurch können wir die Anatomie Ihrer Wirbelsäule besser erkennen. Die Einstichstelle wird nun gründlich desinfiziert und anschließend örtlich betäubt. Während der folgenden vorsichtigen Einführung einer speziellen Hohlnadel, der sogenannten Periduralkanüle, verspüren Sie nur einen leichten Druck. Sobald der Periduralraum erreicht ist, bringen wir durch die Hohlnadel einen dünnen, flexiblen Kunststoffschlauch, den sogenannten Periduralkatheter, ein. Die Hohlnadel wird jetzt wieder entfernt. Über den Periduralkatheter injizieren wir dann die schmerzhemmenden Medikamente. Die Schmerzlinderung setzt nach ungefähr 10 bis 15 Minuten ein und hält einige Stunden an. In der Regel bleibt bei der Periduralanästhesie die für die Geburt benötigte Muskelkraft weitgehend erhalten. In manchen Fällen können aber die Muskeltätigkeit und der Pressdrang abgeschwächt sein, sodass der Geburtsvorgang vom Arzt instrumentell, etwa durch eine Saugglocke, unterstützt werden muss. Abgesehen davon haben Lokalanästhetika und andere Betäubungsmittel, die bei der Periduralanästhesie verwendet werden, in der Regel keine Auswirkungen auf den Organismus Ihres Kindes. Ob Sie während des Geburtsvorgangs eine Periduralanästhesie benötigen, bestimmen Sie selbst. Geburtshelfer, Hebamme und Narkosearzt beraten Sie dabei gerne. Falls Sie sich für eine PDA entscheiden, teilen Sie uns dies bitte möglichst frühzeitig im Geburtsverlauf mit, damit die betäubende Wirkung rechtzeitig einsetzen kann. Sollte bei Ihnen ein Kaiserschnitt geplant sein, so ist anstelle einer Periduralanästhesie auch eine sogenannte Spinalanästhesie möglich. Hierbei wird das Schmerzmittel in das Zentrum des Wirbelkanals, den Spinalraum, injiziert. Dieses Verfahren unterscheidet sich für die Schwangere zunächst kaum von der Anlage einer Periduralanästhesie. Die Spinalanästhesie zum Kaiserschnitt schaltet jedoch nicht nur die Schmerzempfindung vollständig aus, sondern führt auch zu einer Erschlaffung der Muskulatur in der unteren Körperhälfte, die mehrere Stunden anhält. Welche Methode für Sie am günstigsten ist, wird der behandelnde Narkosearzt oder Geburtshelfer in einem persönlichen Gespräch mit Ihnen klären.
Peridural- und Spinalanästhesie sind seit langem bewährte und sehr sichere Anästhesieverfahren. Wie jede ärztliche Maßnahme sind aber auch sie nicht frei von Risiken. Trotz aller Sorgfalt kann es zu, unter Umständen auch lebensbedrohlichen Komplikationen kommen, die weitere Behandlungsmaßnahmen erfordern. Wir informieren Sie deshalb nun über die wichtigsten möglichen Komplikationen der geburtshilflichen Anästhesieverfahren, auch wenn diese zum Teil nur sehr selten auftreten. Vorerkrankungen und individuelle Besonderheiten können die Häufigkeiten von Komplikationen beeinflussen. Die Häufigkeitsangaben sind daher nur eine allgemeine Einschätzung und nicht stets inhaltsgleich mit den Angaben der Beipackzettel von Medikamenten. Sie sollen Patienten helfen, die Risiken untereinander zu gewichten. Besonders bei langem Geburtsverlauf kann es unter Periduralanästhesie zu sogenannten Lagerungsschäden kommen. Dies können Druckschäden an der Haut, am Bindegewebe oder an den Nerven sein. Nervenschäden können sich als Taubheitsgefühl oder Muskelschwäche bis hin zu Lähmungen auswirken. Solche Symptome sind meist vorübergehend, können aber monatelang anhalten und selten auch dauerhaft sein. An der Eintrittsstelle von Kanülen und Kathetern können Blutergüsse, Blutungen und Infektionen auftreten. Infektionen können sehr selten, wenn sie sich im Körper ausbreiten, zu einer lebensbedrohlichen Blutvergiftung führen. Dann ist umgehend eine Therapie, zum Beispiel mit Antibiotika, erforderlich. Medikamente oder andere Stoffe können allergische, unter Umständen lebensbedrohliche Reaktionen auslösen. Die gute Verträglichkeit der eingesetzten Medikamente und anderer verwendeter Materialien haben solche Ereignisse selten werden lassen. Sehr selten wird das örtliche Betäubungsmittel in die Blutbahn eingeschwemmt oder es breitet sich zu weit nach oben im Wirbelkanal aus. Dann kann es zu Atemlähmung, Kreislaufkollaps, Herzrhythmusstörungen, vorübergehendem Bewusstseinsverlust oder Krämpfen kommen. In diesem seltenen Fall sind sofortige Notfallmaßnahmen erforderlich, um einen Sauerstoffmangel des Gehirns oder anderer Organe mit bleibenden Folgeschäden zu vermeiden. Gelegentlich kommt es unter Spinal- oder Periduralanästhesie zu einem Abfall von Blutdruck und Herzfrequenz. Solche Kreislaufreaktionen sprechen auf eine medikamentöse Behandlung gut an. Durch Einblutung in den Wirbelkanal oder Verletzung von Nerven kann es zu neurologischen Symptomen wie Taubheitsgefühl, Missempfindungen, Schmerzen oder Lähmungen kommen. Extrem selten kann auch eine Querschnittslähmung, Hirnvenenthrombose, Hirnblutung oder Flüssigkeitsansammlung im Gehirn vorkommen. Solche Komplikationen können eine umgehende Therapie erfordern. Dank der sterilen Arbeitsweise treten bei der geburtshilflichen Periduralanästhesie Infektionen nur sehr selten auf. Folgen einer Infektion wie Abszess oder Hirnhautentzündung sind mit Antibiotika meist gut zu behandeln. Ein Abszess kann aber auch eine Operation erforderlich machen. Je nach Art des verwendeten Lokalanästhetikums klingt die geburtshilfliche Periduralanästhesie nach einigen Stunden ab. Das Gefühl in der unteren Körperhälfte kehrt allmählich zurück. Schwäche in den Beinen und Kreislaufprobleme können aber noch weiter bestehen. Sie dürfen deshalb zunächst nur mit Hilfe einer Pflegekraft aufstehen, bis der zuständige Arzt ein Aufstehen und Umhergehen ohne Hilfe erlaubt. Nach einer geburtshilflichen Periduralanästhesie können Störungen der Blasenentleerung auftreten. Diese sind meist gut mit Medikamenten zu behandeln. Manchmal muss aber für kurze Zeit ein Blasenkatheter gelegt werden. Zu den Komplikationen, die nach einer Peridural- oder Spinalanästhesie auftreten können, gehören auch Kopfschmerzen, selten in Verbindung mit Seh- und Hörstörungen. Diese Beschwerden klingen mit Hilfe von Bettruhe und Medikamenten meist nach einigen Tagen wieder ab. Auch Rückenschmerzen kommen gelegentlich vor. Sie lassen sich aber mit Medikamenten gut behandeln. Allerdings sind Rückenschmerzen nach einer Geburt nicht ungewöhnlich. Sie müssen nicht unbedingt mit der Regionalanästhesie zusammenhängen. Wenn nach bereits abgeklungener Peridural- oder Spinalanästhesie eines der folgenden Symptome erneut auftritt, ist dies ein Alarmsignal. Missempfindungen oder Taubheitsgefühl in der unteren Körperhälfte, wiederkehrende Muskelschwäche in den Beinen.
In einem solchen Fall muss umgehend ein Arzt verständigt werden. Schwerwiegende Zwischenfälle und Komplikationen sind nicht völlig auszuschließen. Die modernen Anästhesiemethoden und Überwachungsmaßnahmen bieten jedoch ein hohes Maß an Sicherheit. Im persönlichen Arzt-Patienten-Gespräch werden wir Sie über Ihr individuelles Risikoprofil informieren. Peridural- und Spinalanästhesie gelten heute wegen ihres günstigen Risikoprofils in der Geburtshilfe als Anästhesieverfahren der ersten Wahl. Im Verlauf der Geburt kann ein Kaiserschnitt notwendig werden. Dann wird unter bestimmten Bedingungen eine Narkose erforderlich, über die wir Sie dann gesondert aufklären werden. Durch richtiges Verhalten können Sie zu einem sicheren Verlauf der geburtshilflichen Anästhesieverfahren beitragen. Wir bitten Sie deshalb, die nachfolgenden Verhaltensregeln zu beachten, sofern wir Ihnen keine anderen Hinweise geben. Auch nach Einsetzen der Geburtswehen sollten Sie auf eine ausreichende Versorgung mit Flüssigkeit und Nährstoffen achten. Mit zunehmender Wehentätigkeit empfehlen wir aber nur noch leicht verdauliche Nahrung wie Zwieback, Joghurt oder Suppe. Als Getränke bieten sich Mineralwasser, Fruchtsäfte oder Kräutertees an. Ist Ihnen übel und möchten Sie nichts essen, können Sie sich mit Traubenzucker gegen eine Unterzuckerung schützen. Bitte teilen Sie uns alle Medikamente mit, die Sie in den vergangenen Tagen eingenommen haben oder regelmäßig einnehmen. Ihr Narkosearzt wird Ihnen dann mitteilen, welche Sie weiter einnehmen müssen. Geburtshelfer und Narkosearzt stimmen sich diesbezüglich ab. Bitte entfernen Sie vor der Anästhesie Schmuck und Piercings sowie künstliche Haarteile. Entfernen Sie bitte auch Make-up oder andere Kosmetika und verwenden Sie keine Gesichtscreme. Entfernen Sie nach Möglichkeit auch Nagellack oder künstliche Nägel. Liebe werdende Mutter, wir hoffen, dass dieser Film für Sie hilfreich war und Ihnen die Möglichkeiten einer Schmerzbetäubung bei der Geburt verständlich erläutert hat. Der Narkosearzt bzw. Geburtshelfer wird später mit Ihnen noch ein Aufklärungsgespräch führen, für das Sie auch jetzt schon einen Termin vereinbaren können. Dieses Gespräch umfasst insbesondere die allgemeinen Risiken, Ihr individuelles Risikoprofil und die Erfolgsaussichten des Verfahrens. Bitte füllen Sie vor diesem Gespräch den Fragebogen zu Ihrem Gesundheitszustand gewissenhaft und möglichst vollständig aus. Bei Bedarf helfen wir Ihnen gerne dabei. Sie haben dann im Gespräch mit dem aufklärenden Arzt die Gelegenheit, alle noch vorhandenen Fragen zu stellen. Sprechen Sie auch eventuell noch bestehende Sorgen und Ängste an. Ihr Narkosearzt wird sich auch darum kümmern. Erst wenn Sie nach dem Gespräch keine Fragen mehr haben und keine weitere Bedenkzeit benötigen, bitten wir um Ihre Einwilligung. Sollten Sie mit bestimmten medizinischen Maßnahmen nicht einverstanden sein, so teilen Sie dies dem aufklärenden Arzt bitte mit. Wir danken Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.